Hallo! Moinsen. Genau. Moinsen. Hallo und herzlich Moinsen. willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Factory 4 mit eurem Illyria und dem Opa zockt. Warum fehlt dir noch ein Schild? Das ist abgerissen. Meine Zuschauer können bestätigen, wenn sie die Folge gesehen haben, hier war ein Schild. Das kann nur der Opa abgerissen haben. Das nicht. Sagen sie alle. So, ich Opa, bräuchte wolltest du dann. dein Haustier nicht woanders hinsetzen? Sonst schlachte Nein. ich es gleich. Die Haustiere, die können jetzt hier zwischendurch drin rumlaufen. Dachte die, wenn die im Weg sind? Nein, sowas ich nicht. Besser, ich laufe hier rum, als dass sie beim Craften einander und wegschieben vom Crafting-Table. Das ist allerdings auch wieder wahr. Dann sollen sie lieber hier irgendwo. Wo ist denn das eigentlich das andere Viech? Das weiß ich nicht, wo du es hingetan hast. Aber hier ist das eine Viech. Das andere Viech lief auch da. Da hinten ist es. Okay. Jetzt ist die Aufnahmesession eine Woche her, nur wir hätten vielleicht vorher gucken sollen, wo wir stehen geblieben sind. Ja, ich weiß, wo wir stehen geblieben sind. Also, beziehungsweise, wo ich stehen geblieben bin. Und du machst gerade ganz viele Bonsai-Pötte. Ich war dabei, Wunderpötter zu machen und ich wollte Blut gießen, wo mir das letzte Mal der Falschausdruck rausgerutscht ist, die Schmelze sei zu groß oder so. Dabei ist die zu klein gewesen, beziehungsweise zu voll. Das Weil stimmt. ich wollte ja Schleimbällchen sowas machen, aber an Schleim komme ich ja so bald auch nicht. Da kann ich nur geronnenes Blut benutzen. Aber die Mal Schmelze irgendwo muss hatte ich dafür doch hier umgebaut werden. Dings hingewischt. Die Smeltery muss Ja. dafür umgebaut werden. Das ist das Problem gerade hier. Ja, und Feuerstiefel. Twilight Forest, genau. woran scheitert's, dass es umgebaut wird? Ich müsste natürlich erstmal in allererster Linie nochmal jede Menge Gravel herstellen, jede Menge Clay und ja, eben alles Gedönsel, was es gibt. Bin da gerade dabei und stell mal was her. Ja, wie gesagt, Clay brauche ich jetzt halt gerade massiv, um halt die Pötte zu bekommen. Ja, wir brauchen von allem mehr. Kennst du das allbeliebte Sprichwort von allem viel mehr? Hier nie noch irgendwo was davon rumliegen gehabt? Wüsste ich eigentlich, hier Was ist ist denn das Erde. hier eigentlich? Das ist Bone. Hier ist Knochen am Blocke, Sand. Cottonwood, Ember. Okay. Kies. Habe ich nicht was in den Öfen drin? Nee, ne? Okay. Aber ich mache erstmal noch ein bisschen noch ein paar Blöcke für die Smeltery, weil wir brauchen bedeutend mehr. Ach, hier ist noch ein Viech. Oder ist das jetzt hier rübergelaufen gekommen? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung mehr. So, ich habe 16 mal Mörtel, damit kriege ich auch keinen Preis gewonnen. Warte mal, war das nicht so? Mörtel in der Smeltery bringt einen mehr? Nein, Ja, doch nicht. doch. Nein, Aber leider nicht. Mörtel in der Smeltery ist angenehm. Leider nein. Ein Mörtel ergibt nur einen Ingot. Dirt haben wir hier noch. Hier sind noch Clay, Petrified. Ich glaube, dort fehlt noch drei. Spielt also keine Rolle, Cotton. in welchen Ofen du schmeißt, bedauerlicherweise. Ich nehme mal die ganzen Dinger hier mit. Ey, warte mal. Was kommt da rein? Ah ja, ich habe Steine gemacht. Genau, da war ja was. Wer hat Steine gemacht? Ich habe Cleanstone gemacht. Cleanstone? Ja. Okay. Ja, weil ich wollte hier in diese Richtung noch ein bisschen Weg erweitern. Weil ich wollte einen großen Bereich machen für die Smeltery. Am besten mit Treppe nach oben, dass man auch unter der Smeltery notfalls Leitungen legen kann. Für die leichte Ach, Automatisierung. scheiße, ich drücke gerade automatisch im M für Map, aber. J musst du drücken, J. Ne, warte mal. So. Das heißt, da muss ja so oder so. Das heißt, wir haben ja hier. Ja, gut, es geht ja im Endeffekt erstmal nur nach da weiter. Richtig. Weil hier ist ja. Ich werde aber versuchen, die Chunk-Grenze auszunutzen. Dass ich komplett in einem Chunk baue. Dafür werde ich weit hinausgehen müssen, um in den nächstliegenden Chunk zu kommen. So, hier ist nämlich Dirt. Weil wir haben so ziemlich mittig eines Chunks gebaut. Das ist sehr unpraktisch. So, ein Schissel könnte ich gebrauchen. Kann man vielleicht schon ein Schissel machen? Schissel gibt es, aber kein Diamond Schissel. Von Diamonds sind wir noch weit entfernt. Ja, leider. Was fehlt denn hier noch so viel? Opa, wir können einen Tinkers Schissel machen. Cottonwood
Zeppling. Okay, Cottonwood muss da noch erweitert werden. Okay. Hast du gehört? Bitte? Es gibt einen Tinkers Schüssel. Die Mod für Tinkers Schüssel ist hier drin. Okay. Aber dafür brauchen wir erstmal diese speziellen Tische. Ich crafte mal ein paar Tische. Holz haben wir ja mehr als genug. Vorausgesetzt, unser werter Herr Da Costo hat das Rezept nicht auch noch genervt. Werkzeugstation, das ist schon mal korrekt. Stallbauer. War doch, glaube ich, was mit einer Truhe. Schablonentruhe. Moment, da war doch noch was. Normale Werktable brauchen wir noch. Werkzeugteil, Schablonentisch. Warte mal, wie war da nochmal der Schablonentisch? Schablonentisch. Okay. Mal sehen. Tatsache. Wolltest du die Achievements auch haben? Ja, bitte. Wieso hast du die nicht gekriegt? Keine Ahnung. Das ist ja halt komisch. Müsstest du normalerweise kriegen. Warte mal, ey, wo waren die? Die habe ich dir gerade zugeworfen, die Sachen. Ja, aber wo waren die Achievements denn drunter? Nicht in diesen Achievements, das sind die ganz normalen Tinkers Achievements. Achso, die habe ich doch alle schon. Die hast du schon? Ja, die habe ich schon. Okay, dann werf mal zurück. Aber wann hast du die Sachen denn gecraftet? Ja, nicht hier. Achso, du hast alleine gespielt gehabt und deswegen kriegst du den nicht. Nee. Ja, nicht im Dings. Alles klar. Aber ich habe die Achievements trotzdem schon. Ja, dann ist es ja wurscht. Warum wurscht? Nicht Käse? Ich mag beides. Ja. Du hast, glaube ich, du hast einen Teil noch beibehalten. Du hast noch einen Tisch, den ich brauche. Habe ich noch einen? Ja, du müsstest noch einen. Ah ja, ich habe die Toolstation noch, ja. Genau, die Toolstation, die brauche ich. Danke. Jupp. Da rein. Dann den Werkzeugteilbauer. Dann Lohntruhe. Glaube ich das gleiche, ne? Dann den Schablonentisch und Bazinga. So, dann gucken wir nach einem Schüssel, dass ich vielleicht schon mal den Anbau beginnen kann. Macht das Sinn, Schüssel mit Funktion wie Superheat und sowas? Macht gar keinen Sinn. So, Premium, dicht und steif. Das hier, das ist Cotton. Eisen muss gegossen werden. So Eisen kann ich schon mal vergessen. Genau. Es sei denn, ich mache eine Schüsselform. Würde sogar Sinn ergeben. Aus Lehm. Aber Lehm muss auch gegossen werden. Kann ich den Lehm gießen? Habe ich den Lehm hier drin? Nein, habe ich nicht. Meld sich ein. So, dann brauche ich eine ganz normale Steinschüssel. Ein Stein, brauche sogar nur einen, das ist gut. So. Aus. Nicht geschmolzen. Kannst du mal schnell ins Bett gehen? Ist doch hell. Bei mir ist dunkel. Du bist ja unter den Bäumen. Kann nur nachts schlafen, geht nicht. Das ist schon so dunkel hier alles. Nee.
Guck doch mal in den Westen, die Sonne ist noch da. Jetzt kann ich schlafen. So. Na komm, das ist... Was ist das? So. Ui, so ein bisschen zu viel Leben. Echt jetzt? Oh, da. Ah, ich sehe, der braucht zwei Ingots, also quasi zweimal Lehm. Jetzt müssen wir noch Eisen haben. Haben wir. Mache ich einen Eisenschüssel. So. Eisenschüsselhead. Mal gucken, was braucht der insgesamt? Ein Werkzeuggriff. Da reicht der aus Holz. Das war der hier. So. Dann kannst du Clay brauchen nicht mehr, Pöbel brauchen nicht mehr. Hin. Wollen wir mal gucken, wie der Schissel funktioniert von Tinkers. So ziemlich gleich wie auch der Schissel von Schissel selbst. Genauso gut auch den Eisenschüssel von Tinkers nehmen können. Den Eisenschüssel von Schüssel nehmen können. Aber der hier ist reparabel. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Trotzdem mag ich den Eisenschüssel lieber. Hä, kriege ich XP, wenn ich Schüssel, oder hast du das gerade gekriegt? Das habe ich gerade bekommen. Ich hatte 100. So, das haben wir das. Ganz schön Schaden. Naja. Ich mache jetzt noch ein bisschen Kies. Haben wir schon. Cast haben wir noch nicht, ne? Was für ein Cast? Ja, für Ingots. Dafür brauchen wir erstmal Gold oder Aluminium und Kupfer, weil wenn ich jetzt einen Cast mache aus Clay, kannst du nur ein Ingot schmelzen. Ach so, ja gut, nee, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist gut deutsch für den Arsch. Hast du zufälligerweise noch ein bisschen geerntet? Sand? Also Sand, nee. Gravel und sowas, ne? Nein, gar nichts. Okay, dann mache ich das eben. Cotton, Sand, Jungle, Kohle. Hey, hast du einmal auf Deutsch geschrieben? Das überrascht mich gerade. Kohle, Zinn, Eisen? Ja, dann würde ich sagen, mach mal alles auf Deutsch. Das hier ist Cotton, das brauche ich nicht. Bone, Clay. Was ist das hier? Das ist Gravel. Gravel. Oh, meine Taschen sind voll, die kommt da schon wieder. Ja, meine auch. Du gehst einmal drüber, um zu ernten, die Taschen sind voll. Ja. Nein, das ist mein Essbares. Brauchen wir nicht. Achso, das war falsch. Verdammt, ich brauche viel zu viel Holz. Du musst mal gucken, wenn du erntest, ob hinten noch Pötte noch nicht voll sind. Dass wir erstmal alle Pötte voll kriegen. Ja, ich sehe das gerade, du hast recht. Aber hier, Gravel ist voll. Das nächste... Moment. Ja, gucken. Oh. Ja, wie versehentlich ein Setzling rausgezupft. Noch einer. Was ist das? Das ist ein Zinn-Setzling. Der kommt da noch mit rein. Schon wieder voll. Sag mal, was mache ich denn ganz eigentlich hier? Geh einmal drum, die Tasche ist voll. Das ist ja Irrsinn. Fehl. Flint, Feuerstein. Okay. Flint.
Ist ja kein Wunder, so viel Zeug wie ich in der Tasche habe, dass es immer wieder voll ist. Aber das Zeug, die spawnt unheimlich schnell, wenn du weiter weggehst. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, dann drücke ich mir jetzt nochmal so eine schöne Melone rein. Ich futter die ganze Zeit Äpfel, weil die nahrhafter sind als Apfelsaft oder so ein Kram. Oder das Spiegelei, was du mir mal gemacht hast, das habe ich immer noch aufbewahrt für den irgendeinen Fall. Ach, meine Mann. Spiegelei habe ich noch aufgegessen. Dann machen wir nochmal welche. Wo hast du denn die Eier her? Keine Ahnung. Oh. Stimmt, Sand. Ich muss nur Sand ernten. Da, weg ab! Ja, hier bei Sand hattest du recht. Hier bei Sand fehlen Saplings. Ja, ich guck mal noch, ob noch welche da sind. Geh weg, Schwein! Sonst schlachte ich dich. Ja, bei Sand, bei Kotten fehlt noch. Bei Bone fehlt noch. Und bei Steine fehlt auch noch. Aber Steine haben wir ja eh erstmal. Mehr als genug. Ja, Sand ist ein Problem. Ich habe, wie ich gerade sehe, in der Truhe nur einen einzigen Sandsapling. Ja, wie gesagt, da musst du halt nach dem Ernten und so immer mal, wenn du einen aufgesammelt hast, Blick mal drauf werfen. Ja, 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 ja. Blub. So, noch ein Sand. Jupp, noch ein Sandsapling. Rein damit. Boah, mal gucken, wie das jetzt aussieht. Dass ich noch ein bisschen was herstellen kann. Jawohl, 25 Cent haben wir. Die mehr nicht? Die mehr? Nö. Die Cent Resin, die sind immer wenig. Ja, das stimmt. Clay Resin. Nochmal 7 Clay. Tin mache ich auch. Ne, Tin. Was? Okay. Ah, hier. Tin Amber. Tin brauche ich aktuell nicht, das tue ich mal woanders hin. Ein damit. Alter, wie viele Stöcke habe ich denn hier? Was soll ich denn damit? Ein paar Stöckchen hier, alles gut. Tin. Hier tue ich mal eine andere Kiste rein, das brauche ich aktuell. So, mal ein bisschen Mörtel. Geht nicht, für Mörtel fehlt es Clay. Quatsch, Gravel. Gravel. Na, ah, wenigstens etwas. So, ach so, was? 32 Mörtel. Ja, pass auf, du kommst jetzt mal mit. Also, somit. Oh, zu voll jetzt hier hinten, ne. Brauchst du noch Mulch? Oder hast du... Nee, ja. Mehr als genug. Gut. Hab noch 63 Stück, also das sollte auf jeden Fall für die Geschichte ja definitiv reichen. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, dass da nichts fehlt. Und noch ein Sand, yay! Na, es wird doch schon so langsam. Ich komme auf jeden Fall gut voran, also ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt. So, jetzt noch. Sand Resin, Sand. Habe ich eigentlich. Fehlt an Gravel. Clay habe ich auch. Also, Gravel ist das größte Problem aktuell. Okay. Boah, ich freue mich schon darauf, wenn wir die Bonsai-Hopper haben. Ja, da arbeite ich gerade darauf hin, dass wir zumindest erstmal Eisen als Hopper bekommen.
Eisen hast du ja schon angepflanzt, wie ich gesehen habe. Richtig, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt dabei, darauf hinzuarbeiten, dass wir jetzt Eisen bekommen als Hopper. Dass wir dann zumindest schon mal die Iron Hopper beziehungsweise die Hopper für Eisen und sowas machen können. Weil dann kriegen wir da definitiv schon mal ein bisschen mehr ran, weil Eisen brauchen wir ja halt für die Hopper und dann können wir halt relativ zügig die ganze Scheiße umstellen. Richtig. Ein bisschen weiter, was? Nehme ich jetzt mal Road. Sag mal, hast du bei dir auch zufälligerweise so ein Extremwetter, wie wir gerade haben hier? Starkregen und Überschwemmung? 24 Grad strahlender Sonnenschein. Was eine verdrehte Welt. Normalerweise gibt es bei uns nur strahlenden Sonnenschein und Trockenheit. Ja, Überschwemmung und sowas hatten wir letzte Woche gehabt. Ja, schlimm genug. Da kommt doch noch ein Video auf Drohnen-Footage. Ah, okay. Das kann immer interessant werden. Ach, jetzt ist meine Haxt. Tschüssi, war schön mit dir. Ist das da runtergefallen oder was? Nur ein Stück Zaun, ja. Achso. Na dann. Ah, ist ja nichts Schlimmeres. Ah, stimmt, ich erinnere mich, ich wollte noch Treppen nach oben machen. Warum? Dass man auch unter die Smeltery kann. Dann ist die Smeltery eine Ebene höher, aber man kann dann auch seitlich gehen unter die Smeltery. Warum willst du unter die Smeltery gehen? Dann kann man auch unter die Smeltery zum Beispiel später eine unendliche Wasserquelle setzen, dass man gegebenenfalls Obsidian gießen kann. Ja gut, wir müssen so, also wie gesagt, ich möchte den Fußboden eigentlich gerne auf 4 bis 5 haben. Ja, das kannst du machen, sobald das Risiko eines Runterfallens geringer ist. Weil momentan ist das Risiko sehr hoch, also ich mache das erstmal mit den Treppen. Ja, später kann man es ja mit Dings machen. Mit anderen haben wir ja andere Möglichkeiten. Richtig. Okay, da kriegt die Smeltery mal einen besseren Platz. Ein Platz an der Sonne. Oh, das ist Chunk-Grenze. Wie hoch ist das jetzt mittlerweile? So was? Na, ich bin gerade gucken hier, wegen der Höhe. Achso. Ja, jetzt kommen wir in einen sauberen neuen Chunk. Die Treppen hier, die müssen dann an. Echt jetzt? Nee. Ah.
nur Umrandung, aber sonst nichts. Oh, doch, das geht. Oh, es ist noch mal Musik in meinen Ohren. So. Ich muss ein bisschen Licht hin, sonst ich frage mich nur, was wir da mit dem ganzen Holz machen sollen. Also, man könnte doch später auf die Dynamos umsteigen, sofern es die hier gibt von Thermal. Ja, gut, stimmt. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Ja, geht es. Es gibt keine Dynamos. Moment, was anderes. Holzkohle. Es gibt einmal den Petrified-Generator von Industrial Foregoing. Gut. Dann gibt es den Combustion-Generator von Simple Generators. Dann gibt es... weiter gar nichts. Was? Wie macht man denn bitte Strom? Das kann doch nicht die einzige Lösung sein. It's simple. Mach das da warum. Simple. Check up. Storage Request Table. Simple Storage Network. Das wäre doch schon mal was. Das ist gar nicht mal so teuer. Ja, was kostet das? Wir brauchen nur Gold mindestens schon mal. Storage Cable macht man aus Eisen- und Steinstufen. Also wir brauchen wenigstens schon mal Gold, da könnte man das Simple, da könnte man das Simple Storage machen. Storage Remote, das habe ich doch bei Ceftec gesehen, Ceftec gibt es das auch. Ja. Also das wäre schon mal eine Maßnahme, dann wäre die Kistenwirtschaft schon mal beseitigt. Hört sich nicht schlecht an. Nee, absolut nicht. Vom Geländer ran. Oh, es wird langsam einfacher hier. Ja? Ja. Super. Na gut, mehr oder weniger einfacher. Mehr oder weniger. So, jetzt brauche ich erstmal hier direkt an der Chunk-Grenze. Ich sehe, endet hier bereits der Chunk. Das ist okay. Ich glaube, die Smeltree mehr in diese Richtung. Der geschisselte Stein, der gefällt mir noch nicht so. Panels aus. Nee, das ist eher so eine Art Regierung. Ich brauche bald einen besseren Chip. Ach komm, nehmen wir die guten alten Vanilla. Und einen Hopper bitte wieder. Danke für die Hopper. Ich finde schon sehr gefühlt. Komm. Und zack. Chestbilder. Personal Chest, wir haben so viele verschiedene. Ja. Apart Chest.
Chestplate. Ah, so reicht das jetzt. Das Schüssel ist im Eimer. Gut. Gibt's hier auch Wands? Astral Sorcery gibt es hier, okay. Haben wir Es gibt die. keinerlei Möglichkeiten, andere Kisten zu bauen? Leider nein. Leider nein, es hat da kostet du alles rausgenommen. Und der, so ein Hund. Überleg mal, und in der Anfangszeit von SF4 gab es die Storage Drawer. Die hat er rausgenommen nachträglich. Nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das wird schon seine Gründe haben. Das wird schon seine Gründe haben. Leider Gottes. Ja, als Storage wird mir auch sofort als nur das AE2-System angegeben, aber AE2 sind wir auch noch lange, 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 lange nicht. Ja, aber es gibt ja das andere, das andere Storage-System, aber dafür brauchst du auch relativ viel. Dass man das, dass hier, dass man noch nicht mal das Bauen ein bisschen erleichtert hat, dass man sich einen Wand machen kann, weil hier gibt es ja noch nicht mal einen Wand. Ja, das ist ja auch zu einfach. Das hier ein Expert-Pack oder was? Ja. Dann sollten wir uns vielleicht nicht beschweren, weil wir sind hier auch keine Anfänger mehr. Du kannst weg, du kannst weg. Holz. Kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Weg. Können wir da nicht mit dem Setting machen? Ja, schmelzen. Gut. Petrified Generator. Ich habe doch gerade so einen Stein abgebaut. Der. Alter Schwede, ey, leck mich doch an die Füße, Alter. Achso, da ist er. Okay, das heißt, wir wären dann als nächstes Sky Factory 2. Als nächstes wäre dann der Blue Slime Sapling. Ein Schüssel ist kaputt. Blei, Redstone. Blei. Blei, Blei, Blei. Machen wir das so, auf alte Weise. Blei hatten wir noch nicht, ne? Nein, an Blei mangelt es uns noch. Nur Zinn haben wir. Den haben wir. Er drückt doch mal auf L. Dann weißt du die nächsten Fortschritte. Habe ich gleich schon mal den ganzen Chunk eingedeckt. Automatisches Nachfüllen hat er auch nicht eingebaut als Mod, auch nicht. Iron, Petrified, Sand. Wenn er wenigstens nur die Rezepte genervt hätte, aber der hätte wirklich das ganze Spiel an Mods genervt. Ja gut, dafür musste man sagen, macht man eigentlich relativ viel. Mit den Bäumen kriegst du relativ einfach, relativ schnell deine Sachen hier zusammen. Aber nur, wenn du das bessere Mulch hast. Ja gut, das ist aber auch relativ einfach. Gut, aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschö, Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Also, liebe Zuschauer, wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, Leute.